A3.0. In einem Labor wird der Zerfall von Milchschaum untersucht. Bei anfänglich 80 Kubikzentimeter Milchschaum lässt sich der Zerfall dieses Milchschaums x Minuten nach Versuchsbeginn durch die Funktion f mit der Gleichung y ist gleich 80 mal 0,815 hoch x mit g gleich r plus 0 kreuz r plus 0 annähernd beschreiben, wobei y Kubikzentimeter das Volumen des verbleibenden Milchschaums darstellt. A3.1. Ergänzen Sie die Wertetabelle zur Berechnung des Volumens des verbleibenden Milchschaums. Runden Sie dabei auf ganze Kubikzentimeter und zeichnen Sie sodann den zugehörigen Graphen zu f in das Koordinatensystem ein. So, zuerst überprüfen wir mal, auf wie viele Stellen gerundet werden soll. Das ist hier versteckt, man soll auf ganze Kubikzentimeter runden. So, jetzt gilt es, die Wertetabelle auszufüllen. Das geht wie folgt, man nimmt einfach die x-Werte und setzt sie für das x in der Funktionsgleichung ein. Also für den ersten Wert 0 eingesetzt, heißt dann 80 mal 0,815 hoch 0. 0,815 hoch 0 ist 1, also 80 mal 1. Dann folgt hier als Wert 80. So, für den nächsten müssten wir 1 einsetzen und wir es wieder ausrechnen und so weiter und so fort. Wer einen Taschenrechner mit Tabellenfunktionen besitzt, der kann sich hier natürlich eine Menge Zeit sparen. Das geht wie folgt. Man benutzt hier den Sharp, man klickt auf y ist gleich und tippt bei y1 die Funktionsgleichung ein. Also 80 mal 0,815 hoch x. Dann klickt man auf Table und bekommt jetzt alle Werte raus, die man braucht. So, 0 haben wir schon berechnet, das heißt, der nächste ist 1. Und wichtig ist eben auf ganze Kubikzentimeter runden, das heißt jetzt hier, wir dürfen keine Kommazahlen mehr haben. Der erste Wert wäre also für 1, 65. Dann bei 2 wären es 53, bei 3, 43. So, der nächste, den wir jetzt brauchen, ist der 5er. Das sind jetzt hier 29, weil hier steht eine 7, also wird aufgerundet. Dann für 8 sind es 16. Und zum Schluss noch 12, wären es wiederum 7. So, und übertragen wir jetzt in die Wertetabelle. Also, für 1 hatten wir 65, für 2 53, für 3 43, für 5 29, 8 16 und 12 7. So, weiter geht's. Zeichnen Sie so dann den zugehörigen Graphen zu f in das Koordinatensystem ein, also einfach die Zahlenpaare hier übertragen. 0,80 wäre der erste. So, ich schreibe mir jetzt hier noch die Zahlen schnell auf, damit ich es leichter ablesen kann. So, 1,65. Dann 2,53. Dann haben wir 3,43. Dann 5,29, 8,16 und 12,7. So, wer es schon schafft, mit diesen paar Punkten die Kurve einzuzeichnen, kann das gerne machen. Man kann natürlich auch noch die fehlenden Punkte hier zwischendrin berechnen. Das wären dann für 4 bekommen wir 35. Für 6, 23, für 7, 19, für 9, 13, für 10, 10 und für 11 ein Wert von, wo habe ich es? 8. So, der ist jetzt ein bisschen hoch. So, jetzt gilt es hier eine schöne Kurve einzuzeichnen, die möglichst keine Dellen hat. Das ist auf dem PC immer das Schwierigere.
Mal nachgucken für 9, 12. Na gut, durch diese Rundungssachen und Zeichengenauigkeiten. So, sieht es dann ungefähr so aus. Nein, ach, da mache ich jetzt noch mal etwas schön. So. Gut.